Wenn du wissen willst, wie ich mir hier ein Lavabo-Unterschrank passgenau hineinbaue, dann bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Willkommen wieder bei WOE, World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Ich bin der Urs. Heute wollen wir uns ein kleines Möbel bauen. Links ein Türchen, rechts drei Schubladen. Und zwar für unter das Lavabo im Gäste-WC. Ich nehme jetzt euch gleich mal mit, dann gehen wir das Ganze mal ein bisschen vermessen. So, und das Ganze werden wir aus Leimholz, Eiche, 18 mm Leimholzplatten, Eiche, werden wir das Ganze bauen. Die sind von Hettich. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung für die, die es interessiert. Wobei ihr könnt auch alle anderen Füße nehmen oder euch selbst welche bauen aus Holz.
Wankel meiner Meinung nach, dann ist man auch 100% sicher, dass das Zeug danach reingeht. Ihr hält das Brett da oben hin, messt da runter, so habe ich 52. Das heißt, wir machen genau 50er Stücke zwischendrin, dann sieht das wirklich cool aus. Linealanschlag, ich verlinke euch den da oben im Eck, ich brauche den so viel. Seht ihr, ich habe zu weit unten gebohrt, er ist mir verschwommen, jetzt habe ich da Dübel reingekloppt, abgesägt, jetzt lassen wir das richtig trocknen und morgen bohre ich das nochmal frisch. Kommt meine Bohrschablone das erste Mal zum Einsatz, dann sehen wir danach auch gleich, ob die präzise ist und auch funktioniert. Also ich muss sagen, echt ein geiles Teil. Ich verlinke euch das mal da oben im Eck, habe ich mir auch selber gebaut. Habe ich mir da Schubladenauszüge gekauft, nichts Spezielles, sind die aber auch nicht sau schwer. 25, kann man das sehen, 25 bis 41 Schubladenlänge, die müssten also passen. Jetzt öffnen wir da mal den Pack. Logischerweise braucht man 3 Pack an 2 Scharnieren. Immer aufpassen beim Bestellen, dass ihr das richtig bestellt. Ich werde euch auch die, wenn ich sie finde, unten in der Videobeschreibung verlinken. Da kommen meine 3 Auszüge hin. Ich habe mir vorhin auf YouTube, ich schaue auch Videos auf YouTube, habe ich mir ein Video geschaut von Hettich, wie man die Kugelauszüge da mit der 17mm Nut genau einbaut. Das sind übrigens auch die Auszüge, ich habe euch die da gezeigt.
man zu wenig Zwingen hat, verlängert man eine so. Ich zeige euch das mal, ein Riesengebastel. Zwinge drückt da auf Zwinge, die von unten, die von oben. Aber ich habe den Spalt zusammen, dann könnten wir jetzt da den Leim. Ihr wisst, solange der noch frisch ist, könnt ihr den mit Wasser abwischen. An der Stelle muss ich leider sagen, Fortsetzung folgt. Das war jetzt mal der Korpus, den wir da gebaut haben, mit dem Ausschnitt für den Siphon und das Wasser. Da kommt ein Brett rein, da kommen die Schubladen dann rein, drei Schubladen, wie ihr das gesehen habt. Und im nächsten Video, nächsten Freitag 18 Uhr, werdet ihr dann sehen, wie wir die Topfscharniere da einbauen fürs Türchen. Noch Beine ranbauen und natürlich ganz viele Griffe noch montieren an die Fronten. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Wer nächsten Freitag erinnert werden möchte, wenn mein Video kommt, da im Eck abonnieren. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Urs.